Willkommen zum Sport bei FRN Television am Freitagabend. Meine beiden Gäste heute, Marvin Freitag ganz außen und Lars Beisen, hi, schön, dass ihr da seid. Ihr seid Inlineskater-Hockeyspieler. Marvin, wie kommt man auf so eine verrückte Sportart? Warum spielt man kein Eishockey, kein Fußball, kein Basketball, sondern sowas Außergewöhnliches? Also ich bin auf Skatehockey gekommen durch meinen Bruder, also größten Grundes. Der hat auch Inlinehockey gespielt bei uns, bei den Panthern. Und ja, Eishockey war bei uns immer so eine Sache wegen den Spielzeiten und den Trainingszeiten. Das war immer zu sehr schlechten Zeiten, sage ich mal, ganz früh 6 Uhr, 7 Uhr morgens. Ja, das ist man halt schlecht hingekommen dann. Und bei dir, Lars? Bei mir war es ähnlich wie bei Marvin. Ich wollte früher Eishockey spielen, ich fand den Sport schon immer toll und die Trainingszeiten sind auf den Sonntagmorgen um 6 Uhr gefallen und da hatten meine Eltern keine Lust, so früh aufzustehen. Kann man verstehen. Und dann hat sich der Inlinehockey-Sport sehr angeboten. Wir wollen da gleich noch ein bisschen weiter drüber sprechen. Ich war ja auch beim Training mit dabei, habe das mal ein bisschen mit der Kamera begleitet. Hochinteressant. Doch zunächst schauen wir mal kurz auf gestern Abend. Ja, Hannover 96, sie haben es geschafft. Nach dem 2:1 im Hinspiel haben sie dann auch das Rückspiel gestern Abend mit 1:0 gewonnen. Und neben Ron-Robert Zieler war vor allen Dingen Marmel Diouf ganz einer der stärksten Spieler. In der 21. Minute erzielte er dann schon das entscheidende Tor für Hannover. Nun geht es gegen Standard Lüttich. Gegen die hat man bereits in der Gruppenphase gespielt. Damals gab es zu Hause ein 0:0 und auswärts verlor man dann 2:1. Aber Träumen wird erlaubt sein. Auch da ist natürlich ein Sieg möglich. Und das Finale, das ist am 9. Mai in Bukarest. Ja, von Hannover 96 zu Werder Bremen. Die haben einen neuen Mannschaftsbus. Der hat sage und schreibe 500.000 Euro gekostet. Mehr Beinfreiheit, freie Platzwahl und eine Küche ist da auch drin. Also in der Vorbereitung kann zumindest nichts mehr schief gehen. Aber gut, gespielt wird natürlich trotzdem auf dem Platz, ganz klar. Ob allerdings Tim Wiese in der kommenden Saison auch noch in diesem Bus sitzen wird, das ist fraglich, denn der 30-Jährige, ja, da läuft am Ende der Saison der Vertrag aus und erst im April will man sich zusammensetzen, denn Werder Bremen will sparen, will nicht mehr so viel Geld ausgeben und Tim Wiese gehört halt zu den Spitzenverdienern im Club. Jetzt aber zu euch beiden. Wie kommt ihr zu den Auswärtsspielen? Habt ihr auch einen Bus, der eine halbe Million gekostet hat? Ja, also wir haben zwar einen Reisebus, aber der hat keine halbe Million gekostet. Der wird vom Reiseunternehmen gestellt und dort haben wir den dann mit unseren Logos und Mannschaftsfotos bestückt und damit kommen wir zu den Auswärtsspielen. Marvin, seit dieser Saison gibt es nur noch eine einzige Liga, 12 ja. Teams. Ihr tourt durch ganz Deutschland. Geht das überhaupt? Dass die Wochenenden sind ja dann im Prinzip verplant. Ja gut, man muss sich natürlich mit der Arbeit, also viele von uns arbeiten natürlich und die müssen das, wenn die Schicht arbeiten, müssen sie mit ihrem Arbeitgeber absprechen, das ist ja selbstverständlich. Aber da wir die Termine jetzt schon haben, kann man das ja im Voraus planen, sage ich mal. Und wir haben ja wirklich alle Lust drauf und wenn man natürlich Lust hat, ist auch der Wille da und dann denke ich mal. Ich glaube das auch. Ja. Vor allem die Busfahrten, die, wenn man für einen gewinnt, die Rückfahrten sind wahrscheinlich dann feuchtfröhlich. Natürlich, also die machen immer Spaß. Rückfahrten sind immer toll, aber auch die Hinfahrten, man ist motiviert. Das ist eine Mannschaft, das ist einfach ein Mannschaftsgefühl, das ist super. Wir haben euch ja beim Training begleitet, da können wir uns die Bilder mal anschauen, wenn sie jetzt hoffentlich auch kommen. Da sind sie. Also das ist schon, ihr habt eine richtige Eishockey-Ausrüstung an, ist das richtig? Ja, im Prinzip schon. Was sich unterscheidet, ist der Brustpanzer bei uns. Es ist nicht die Pflicht bei der ersten Herren, über 18 Brustpanzer zu tragen, beim Eishockey ja schon. Und halt keine Halskrause. Jetzt sehen wir hier, das ist Lauftraining. Lars, ist das so mit Abstand das Nervigste? Ja, Lauftraining macht nicht viel Spaß, genauso auch wie Konditionstraining. Aber das muss man machen, um später auch wirklich im Spiel fit zu sein. Und, ja. Wie viel km/h kriegt ihr drauf bei so einem Schuss mit dem Ball? Also ich sage mal, ein guter Schütze wird so 130, 140 km/h schaffen. Das ist schon machbar. Okay, und dieser Brustpanzer, wenn ihr keinen braucht, also passiert da auch mal was, dass ihr den dann wirklich abkriegt oder seid ihr einfach so gut und solche Profis, dass das im Prinzip nicht passiert? Ja, es ist eher selten, dass was passiert. Wenn man ihn abkriegt, kriegt man natürlich einen blauen Fleck, einen dicken blauen Fleck. Aber ansonsten geht es eigentlich, denn mehr auf dem Beinbereich liegt mehr, wo der Ball einschlägt. Also Brust ist eher nicht so. Und die Torhüter sind die beklopptesten von allen? Sagt man so, ja, auf jeden Fall, weil die kriegen auch oft zum Beispiel einen Schuss gegen den Kopf oder so, das macht man ja auch nicht freiwillig, sag ich mal, aber ja, macht halt Spaß anscheinend. Und du warst auch mal zwei Jahre Torwart? Genau. Ja, die ersten zwei Jahre war ich Torhüter, aber ich war wirklich besser immer im Spielfeld. Ich hatte schon meistens den härtesten Schuss als Torwart, obwohl ich halt nicht im Spielfeld war.
Und ja, dann habe ich irgendwann aber gesehen, dass es nicht so mein Ding ist. Ich habe sehr viele Gegentore gekriegt. Und dann macht die Sache natürlich auch keinen Spaß. Ja, klar. Lars, du bist Stürmer. Was unterscheidet das Spiel vom Eishockey? Außer, dass es halt nicht auf Eis gespielt wird. Also gibt es da auch wirklich richtige Unterschiede? Unterschiede gibt es natürlich. Wir haben eine Freischussregel drin. Wir haben beim Eishockey gibt es einen Abseits, das haben wir beim Inlinehockey nicht. Beim Eishockey sind 5 Spieler auf dem Feld, wir haben nur 4. Und ja, wir sind in der Halle auf Inlinern. Das ist der größte Unterschied. Und ja, es ist aber sonst ähnelt es dem Eishockey sehr, auch von den Regeln her. Was heißt Freistoß? Freistoß bedeutet, wenn der Torwart hinter seiner Fanghand den Ball festhält und kein Gegenspieler in Sicht ist und dann abgepfiffen wird, dann gibt es einen Freistoß für die Gegnerin. Ihr habt auch mal so einen Ball hier mitgebracht. Was ist das für ein Ding? Also der ist ja relativ leicht. Mhm. Woraus besteht der? Hartplastik ist das. Ja, ist halt ein Hartplastikball. Ist sehr stabil, sag ich mal. Also wenn man, der geht nicht oft kaputt. Außer halt natürlich im Winter bei minus 17 Grad, wenn das so wie diese Saison war. Ist im Winter, gehen die halt oft kaputt, wenn die an Pfosten knallen, sag ich mal. Ja, da platzt er auch mal. Das passiert auch mal? Ja, auf jeden Fall. Und so ein Schläger ist auch mit dabei. Das ist ein ganz normaler Eishockey-Schläger? Ja, genau. Das ist überhaupt gar kein Unterschied. Kann man für Eishockey benutzen, für Inlinehockey. Ist im Prinzip genau das Gleiche. Okay. Was kostet ein Schläger? Der ist ein bisschen günstiger. 60 Euro kostet der. Okay. Weil bei mir gehen die wirklich sehr oft kaputt. Und da lohnt sich es halt für mich nicht. Einen Schläger für 200 Euro zu kaufen, lohnt sich nicht. Wie sieht das aus mit der Härte im Spiel? Also, du hast gesagt, Lars, ähnlich wie Eishockey. Also geht es da auch richtig zur Sache? Ist da auch mit Checks und gehört das mit dazu? Checks gehören auf jeden Fall mit dazu. Braucht man auch im Spiel und ja, wie beim Eishockey eigentlich. Die Checks gehören dazu. Einziger Unterschied ist, dass beim Eishockey ein bisschen härter gecheckt werden darf als beim Inlinehockey und halt beim Inlinehockey auch nicht von hinten gecheckt werden darf. Aber darf ich auch jeden checken oder haben dann die älteren Herren der Schöpfung so ein bisschen Narrenfreiheit? Also ich weiß es vom Eishockey, Wayne Gretzky, der wurde nicht gecheckt, das gehörte sich einfach nicht. Gibt's das bei euch auch? Also ich würde mal sagen, es gibt es bei uns nicht. Also erste Liga ist erste Liga und da ist jeder auf einem Niveau, da stehen alle sich gegenüber und da wird auf keinen Rücksicht genommen. Also auch wenn mir jetzt ein 30-Jähriger entgegenkommt, der mehr Erfahrung hat als ich, der checkt mich genauso um, wie ich es bei ihm versuchen würde. Das macht keinen Unterschied. Wir reden gleich ganz kurz noch über die letzte Saison und natürlich dann auch über die Saison, die jetzt kommt. Denn ihr habt große Ziele. Es soll endlich mal der Titel her. Richtig. Wir machen eine ganz kurze Pause. Bis gleich. Große Schuhe finden Sie bei Schuh Plus. Europas großem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen. Schuh Plus. Einfach große Schuhe. Willkommen zurück zum Sport. Immer noch mit Marvin Freitag und Lars Balsen. Letzte Saison 2011. Da wart ihr super, da gab es noch 2 Ligen. Ihr wart Zweiter in der Liga Nord. Im Viertelfinale habt ihr noch souverän gestaltet gegen Düsseldorf. Ja, ja, und dann kam das Halbfinale, stand es 1-1 nach 2 Spielen, das entscheidende Spiel. Ja, und dann, wie lief das? Das entscheidende Spiel, wir haben uns viel vorgenommen, wir wollten gewinnen. Es sah am Anfang auch nicht schlecht aus, aber wir kamen immer wieder in Rückstand und dann kurz vor Ende auch noch den Pfosten getroffen beim Unentschieden. Dann ging es in die Verlängerung. Wir haben blöde Tore kassiert durch Freistöße, wo wir falsch standen. Und ja, dann kam eins zum anderen, wir sind ein bisschen eingebrochen und dann ging das Ergebnis ein bisschen hoch. Augsburg ist dann auch deutscher Meister geworden. Wie sieht es in diesem Jahr aus? Also ich denke, Augsburg will natürlich den Titel verteidigen. Ja. Und ja, wo seht ihr euch? Also ich würde sagen, Augsburg ist natürlich immer noch Favorit, ist ganz klar, auf jeden Fall unter den ersten 3. Ich sehe uns persönlich auch weit oben. Wir können auf jeden Fall wieder mitspielen um die deutsche Meisterschaft, das ist auch absolut das Ziel von uns. Wir hatten eine harte Saisonvorbereitung, haben viel dafür getan, viel gegeben. Ja, und ich denke mal, es sieht auf jeden Fall gut aus. Es könnte wieder auf Augsburg treffen im Finale vielleicht. Ja, also die 12 Mannschaften, die ersten 8 qualifizieren sich für die Playoffs, also Platz 2, 3, 4. Ist schon das erklärte Ziel? Ja, auf jeden Fall. Wir wollen oben in der Tabelle stehen und das haben wir uns auch fest vorgenommen. Dafür haben wir jetzt in der Vorbereitung hart gekämpft. Das wollen wir schaffen. Wie sieht so die Entwicklung aus von diesem Skater-Hockey? Also das war vor 20 Jahren, war das wirklich eine Fun-Sportart, so ein bisschen nebenbei. Also hat sich das weiterentwickelt? Kommt da auch jetzt der Nachwuchs? Also ihr seid ja das beste Beispiel dafür, dass da was kommt. Aber noch tiefer, kommt da was?
Auf jeden Fall. Wir haben viel Nachwuchs. Wir sind in jeder Altersklasse vertreten, sind auch sehr erfolgreich mit unserem Nachwuchs. Also wir spielen jedes Jahr um die deutsche Meisterschaft. Das haben wir schon super aufgebaut. Das wollen wir weiter halten. Wir wollen in der ersten Bundesliga weiter mitspielen. Dafür ist ein Nachwuchs einfach nötig. Und die Sportart hat sich sehr entwickelt, muss man sagen. Also es war früher, war es wirklich nur, wo man das auf dem Parkplatz gespielt hat. Mittlerweile stecken da viele Sponsoren hinter, die uns sponsoren. Wir haben durchschnittlich im Spiel bei der ersten Herren 400 Zuschauer da. Also die Halle wird auch immer voller. Es macht mehr Spaß zu spielen, die Stimmung ist da. Und wir fahren mit dem Reisebus zu Auswärtsfahrten. Also das hat sich auf alle Fälle viel entwickelt. Damals sind wir noch privat mit PKWs gefahren, jetzt sind wir mit dem Reisebus. Also die Entwicklung ist da. Während der Spiele gibt es Strafen. Erklär das mal ganz kurz, Marvin. Ja, also es gibt 2-Minuten-Strafen, 5-Minuten-Strafen, gelbe Karten und rote Karten. Und ja, das ist immer, es kommt wirklich auf die Sichtweise des Schiris an. Jeder Schiri, sag ich mal, hat so seine Vorlieben, will ich es mal nennen, verteilt meinetwegen viele 2-Minuten-Strafen, wo halt auch mal 5-Minuten-Strafen fällig wären. Und eine 2-Minuten-Strafe sei, es ist Haken zum Beispiel. Wenn meinetwegen Lars vor mir läuft und ich hake ihm die Beine weg, dann kriege ich dafür 2 Minuten. Es gibt aber auch übertriebene Härte. Wenn ich falsch reagiere, der Schiri abgepfiffen hat und ich schlage nochmal nach oder sowas, das sind meistens 5 Minuten. Und je nachdem, wie es dann eskaliert, werden halt auch Karten verteilt. Bei einer gelben Karte ist es eine persönliche Strafe. Da kriegt man eine 10-Minuten Spielstrafe. Und bei einer roten Karte ist man halt sofort raus und kann nach Hause fahren sozusagen oder in die Dusche. Ich überlege mir so ein bisschen, wenn es auf dem Spieltag, während des Spiels geht es natürlich richtig zur Sache, ne, mit irgendwie gegen die Wand checken und irgendwie hakeln, wie auch immer. Ist danach, ist mit dem Abpfiff das sofort vergessen? Dann gibt man sich die Hand und trinkt noch ein Getränk zusammen? Also mit dem Abpfiff muss man sagen, kommt man erstmal runter. Es ist klar, wenn man verliert, ärgert man sich, wenn man gewinnt, freut man sich. Aber eigentlich ist mit dem Abpfiff meistens alles geregelt. Da gibt man sich die Hand und gut ist, das ist sportlich und es sollte sportlich und fair bleiben. Am Wochenende geht es los. Ihr habt noch Pause. Bei euch geht es erst den Samstag drauf, also am 3. März gegen Düsseldorf. Die habt ihr letztes Jahr im Viertelfinale geschlagen. Wie sieht es in diesem Jahr aus? Oder Lars? Ja, also wir wollen sie natürlich wieder schlagen, ist klar. Die erste Bundesliga, die Mannschaften, alle Mannschaften haben natürlich aufgerüstet mit Spielern. Wir haben auch aufgerüstet und somit müssen wir sehen, dass wir wieder so viele Punkte wie möglich einfahren, oben mitspielen und das ist unser Ziel. Am 3.3., 18:30 Uhr, wo findet das Spiel statt? In Mellendorf, das ist in der Wedemark. In der Wedemark Sporthalle heißt es. Ja, und die wurde auch ausgebaut mit Parkplätzen, also ist Platz für viele Zuschauer sozusagen. Wir verlosen jetzt nämlich Karten und zwar 3x2 Stück für dieses Spiel am 3. März. Sie müssen einfach nur eine E-Mail schreiben an sport@fan-television.de. Marvin, Lars, herzlichen Dank. Schön, dass ihr da wart, mal den Sport ein bisschen vorgestellt hat. War super. Sie können jetzt noch einen Hinweis von mir bekommen, nämlich am Montag ist es soweit, da kommt Lars Bosselmann. Der spielt Racquetlon. Das ist ein Mix aus Tischtennis, Squash, Badminton und Tennis. Sollten Sie sich auf gar keinen Fall entgehen lassen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut und auf Wiedersehen.